Kamera läuft, ne? Ich wollte gerade den Blütenhonig, den ich im Kühlschrank hatte, der ein bisschen hart war, kurz in der Mikrowelle etwas anweichen. Aber 20 Sekunden waren anscheinend zu viel. Und es ist explodiert. RIP. Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Kochvideo, das einfach instant mit einem Fail gestartet hat. Aber die Mikrowelle ist wieder sauber und ich habe so noch Blütenhonig gefunden. Aber es war auch nicht so smart von mir, den vorher in den Kühlschrank zu packen und dann in die Mikrowelle. Das war einfach dumm. Okay, aber deswegen wir heute das Video machen. Wir haben in einem der letzten Streams bei HelloFresh bestellt. Und ihr habt entschieden, dass ich Zucchini-Käsepuffer mit Petersilien-Dill-Dip und frischem Salat machen soll. Und das werden wir heute mal in Angriff nehmen und ich hoffe, dass ich nicht noch weiter failen werde. Kein Versprechen. Mal gucken, was passiert. Auf jeden Fall sollte es 30 bis 40 Minuten dauern. Und mal schauen, wie lange ich brauche. Ich bin auch super lange, um irgendwie Sachen immer zu schnibbeln oder so. Mal sehen, was das wird. Auf jeden Fall für das Rezept, ich kann es euch nochmal ordentlich zeigen. Dürfte man ja so einmal schon mal sehen, das Gericht. Ich finde, es sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Ich habe auch schon Hunger. Für das Gericht brauchen wir eine Zucchini, eine Karotte, Käsemix, Frühlingszwiebel, eine Limette, Weizenmehl, Kürbiskerne, Schmand, Pflücksalat, Petersilie und Dill und was haben wir noch? Balsamico-Essig und nicht zu vergessen Blütenhonig. Oh Mann. Und natürlich noch eine Gurke. Ich muss mal gucken, wo müssen wir anfangen? Wasche Obst, Gemüse und Kräuter ab. Okay, das kriegen wir hin. Okay, Gemüse ist gewaschen alles. Was kommt als nächstes? Gemüse reiben. Enden der Zucchini abschneiden und Zucchini grob reiben. Zucchini gut ausdrücken, am besten ein saures Küchentuch geben und auswringen. Okay. Danach Karotte schälen, ebenfalls grob reiben. Den weißen und grünen Teil der Frühlingszwiebel getrennt voneinander in feine Ringe schneiden. Gurke in dünne Scheiben schneiden, Limette in Spalten schneiden. Okay. Erstmal Zucchini schnibbeln. Das habe ich noch nie gemacht, tatsächlich. So, was irgendwie in einem Tuch ausgedrückt. Warte, stimmt, das soll jetzt mal alles weg, damit wir hier arbeiten können. Dazu brauchen wir hier unsere Zucchini und ein scharfes Messer. Oh, das ist groß. Das sieht doch gut aus. Die Enden abschneiden. Dann, einen Moment. Zucchini grob reiben. Okay. Eine Reibe habe ich hier irgendwo. Oh. Ja. Ich glaube, das kann ein bisschen dauern mit dieser Reibe. Aber es wird schon. Weil ich reibe die aber direkt in so ein Dingens, glaube ich, rein. In eine Schüssel, oder? Das ist smarter. So, machen wir die einfach hier rein, direkt. Oh Gott. Ah, es funktioniert aber. Wird wahrscheinlich nur ein bisschen dauern.
Mir ist schon mal passiert, dass ich mir bei so einer anderen Reibe eine Fingerkuppe abgerieben habe. Ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder passiert. Das wäre ein bisschen doof fürs Video. Falls doch, tut's mir leid. Jetzt muss ich langsam vorsichtig sein hier. Es greift mich an. Wie lange reibt ihr sowas dann immer runter? Ab wann sagt ihr so, nee, reicht. Meine Finger wollen noch weiterleben. Ich glaube, jetzt reicht's. Ich glaube, das Überbleibsel kann man verschmerzen. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich hoffe. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt müssen wir das nur ausbringen. Und ich weiß halt wirklich nicht, ob wir das, also Küchentuch damit Zewa gemeint ist oder ein richtiges festes Küchentuch. Ich habe keine Ahnung. Das ist einfach eine doofe Situation. Weil Zewa durchweicht doch komplett, oder? Die können nicht Zewa gemeint haben. Das würde komplett durchweichen. Ich nehme jetzt hier ein normales Küchentuch. Das wird wahrscheinlich grün gefärbt werden, oder? Okay, warte. Wir brauchen dafür noch eine Schüssel als Unterlegen. So, also der Plan ist jetzt, dass ich einfach das Zeug da reinkippen werde und dann ausbringen werde. Und ich hoffe, dass das funktionieren wird. Ich hoffe, man sieht das alles, was ich hier fabriziere, ordentlich. Oh, das sieht doch gut aus, oder? Sieht man das? Ja, ne? Das fühlt sich absolut eklig an, by the way. Na, wer hat Bock auf Zucchini-Trunk? So. In dem Tuch hier. Das sieht jetzt so aus, so eine Pampe. Aber ich glaube, das ist richtig so. Wir packen das mal wieder erstmal hier in die Schale. Und das kann direkt in die Wäsche. Und hier haben wir noch leckeren Zucchinisaft. Ob man das nachher noch braucht, ich denke nicht. Ich denke, man sollte einfach nur die Feuchtigkeit daraus bekommen. Und das sieht jetzt hier ganz gut aus, so. Falls man das sieht. Okay. Als nächstes die Karotte schälen und auch reiben. Nehmen wir den.
Eigentlich schäle ich Karotten fast nie. Ich esse meistens eigentlich immer die Schale mit. Aber wir halten uns hier einfach jetzt mal genau an das Rezept. Das ist auch eigentlich so super so eine Schwierigkeit. Also wenn ich koche, auch wenn ich ein Rezept habe, ich mache meist immer irgendwas anders. Ich bin so schlecht darin, komplett nach Rezept zu kochen. So, als nächstes reiben wir die Karotte jetzt hier noch dazu, weil das kommt nachher eh alles, also wird nachher alles eine Masse. Deswegen packe ich das jetzt schon mal hinzu. Aber ich brauche echt eine größere Reibe. Warum steht da auch grob reiben? Und ich habe hier, weiß ich, aber eine überdimensionale Nagelfeile oder so dafür. So, das reicht. Sieht doch ganz nett aus. Was kommt jetzt? Den weißen und grünen Teil der Frühlingszwiebel getrennt voneinander in feine Ringe schneiden. Okay. Also das ist nur das hier ist ja der weiße Teil, ne? Da ist schon ein bisschen grün mit drin. Aber okay. Weil die weiße Frühlingszwiebel kommt nachher mit in die Masse rein. Keine Ahnung, wo der Rest bleibt, aber wir machen erstmal. So, aber die können wir jetzt schon mal hier mit drauf packen. Jetzt haben wir die Gurke hier, die wir noch schneiden müssen. Aber eine ganze Gurke ist voll viel, oder? Hm. Weil das ist ja für den Salat. Ach egal, ich habe ja Mitbewohner. Schnibbeln wir die Gurke. Gurke ist auch ein mega nices Gemüse, zum einfach so snacken. Das mache ich super gerne. Was kommt jetzt? Achso, die Limette. Limette in Spalten schneiden. Oh, das riecht so lecker. So. Dann haben wir das auch schon mal fertig. Jetzt müssen wir die Pulvermasse vorbereiten. In einer großen Schüssel Mehl mit Ei zu einem Teig verrühren. Geraspeltes Gemüse und weiße Frühlingszwiebelringe und geriebenen Käse dazugeben und gut verrühren. Gut. So, wir müssen jetzt in der Schüssel das Mehl Das ist gerade nicht wirklich passiert, oder? Oh Mann! Ja gut. No joke, wenn ich normalerweise koche, passiert mir das nie. Wirklich, mir ist sowas noch nie passiert. Ach Mann. Okay, ja, ich putze das mal eben.
So. Nach meinem kleinen Fail werden wir das jetzt händisch machen. Mehl ist weggeputzt. Der ganze Boden war voller Mehl. Ne? Das war, glaube ich, weiß nicht, warum mir das jetzt auch wieder passiert. Also mir passiert das nie, wenn ich so normal koche. Ich weiß nicht, was das soll. Okay, aber wir brauchen 50 Gramm Mehl. Zum Glück habe ich Mehl immer zu Hause. So, perfekt 50. Ihr könnt es, glaube ich, nicht sehen. Aber wichtig, dass das genau auf die Zahl ist. Dann brauche ich noch ein Ei. So. Zap, zap. Dann so weiter. Oh, warte, ich mache mal das da weg. Ich weiß nicht, ob das so aussehen muss. Aber es ist auf jeden Fall ein Teig. Sieht man das so? Ja, ne? So, jetzt kommt das Gemüse dazu. Mit hier seht ihr es noch. Da ist auch noch Mehl gelandet. So. Aber ist ja nicht schlimm. Gemüse. Und der Käse kommt noch dazu. So, diesmal. Ich benutze einfach dieses Mal die Schere. Wenn ich wüsste, wo die ist. Okay. Wenn sie nicht hier ist, dann ist sie wahrscheinlich eine Spülmaschine. Also doch keine Schere. Also. Aufreißen. Aufschneiden. So aufpieksen. So. Immerhin hat das funktioniert. So, das kommt da rein. Und dann müssen wir das umrühren. Damit das so eine Masse wird. Und ich denke, dann wird das dann nachher gebraten. Ich auch noch, wie ich so dämlich sein konnte mit dem Mehl, ne? Das war wirklich stupid. Immerhin habt ihr was zu lachen. Sieht man das so eigentlich? Ich hoffe. So. Damit sieht der Teig schon mal sehr gut aus. Würde ich behaupten. Nicht wundern, wenn im Hintergrund Geräusche sind. Meine Mitbewohner sind zum Teil da. Die dürfen nachher auf jeden Fall auch probieren, wenn die möchten. So, jetzt muss ich den Dip zubereiten. Also anscheinend das hier soweit fertig zu sein. Ich stelle das mal hier direkt zum Herd. Dann brauchen wir eine kleine Schüssel, da kommt der Schmand rein, Dill und Petersilienblätter fein hacken und beides zum Schmand geben. Okay, da brauche ich noch ein Plättchen. Und ein Schüsselchen. Oh, wir haben ja hier... Oh. Okay, warte mal. Ich würde sagen, wir haben ja hier das Schüsselchen, wo das gerade drin ist, aber auch da ist wieder Mehl drin. Das noch mal hinten auf. Oh Mann. Ich habe die Spülmaschine aus der Spülmaschine. Die Spaß. Ich
habe die Schere aus der Spülmaschine geholt. So. Ich werde das jetzt hier öffnen. Ich habe Angst, einfach Sachen jetzt aufzureißen oder so. Dann kommt das hier rein. Nach den Fails heute versuche ich jetzt alles ein bisschen vorsichtiger anzugehen, damit nicht noch mehr explodiert. So. Wenn wir doch nicht alles raus ist, falte ich das jetzt hier nochmal. So. Dann dürfte das so passen. Ich hoffe, das Messer geht auch dafür. Kennt ihr das, Leute, die das irgendwie so mal hacken? Ja, aber dafür ist mein Messer leider zu stumpf. Ich würde das gerne irgendwie einfach, weiß ich nicht, wie macht man das so? Geht sogar, glaube ich. Und mein Brettchen ist mal klein. Der ist auf dem Weg. Man könnte es auch einfach so machen. Ist vielleicht einfacher. Ich möchte das nicht, also wenn ich da so einen Dip habe, sollen die halt wirklich klein sein und nicht so groß. Also fürs Mundgefühl ist es, glaube ich, schöner, wenn das alles ein bisschen kleiner ist. Na, Dill und Petersilienblätter feinhacken, beides zum Schmand geben. Alles gut verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Ja, dann packen wir das doch mal hier alles rein. Verrühren das. Sieht auf jeden Fall schon nice aus, oder? Wartet mal, ist das denn noch alles? So. Seid ihr Menschen, die viel würzen oder weniger? Also ich würde von mir behaupten, dass ich nicht so viel würze. Vor allem nicht so, was Pfeffer angeht. Also ein bisschen schon, auf jeden Fall. Aber ich brauche da jetzt nicht irgendwie Unmengen drin. Weil ich finde, das sieht schon mal gut aus. Hier, wartet. Und so sieht das jetzt aus. Ich finde, das sieht gut aus. Ich werde das mal probieren. So, mal gucken. Kann noch ein bisschen würziger. Das schmeckt schon mal sehr gut. Okay. Dann kann ich das auch schon mal wegstellen. Wie ich hier da rumstehen habe, ne? So. Wir sind mit Schritt 3 fertig. Sind jetzt bei Schritt 4. Pufferbraten. Eine große Pfanne ohne Zugabe von Fett bei mittlerer Hitze erwärmen. Machen wir das mal. Und dann die Kürbiskerne 3 bis 4 Minuten rösten. Dann aus der Pfanne rausnehmen. Ich lerne aus meinen Fehlern. Ich werde es einfach aufschneiden. Kann hier schon mal reinpacken. Ich habe noch nie Kürbiskerne geröstet. Tatsächlich.
Oh Gott. Bitte lass die Dinger nicht komplett explodieren oder so. Hilfe. Oh mein Gott. Oh nee. Ich krieg irgendwie Flashbacks von einem anderen Video, was mit Popcorn zu tun hatte. Muss das so? Ich hoffe, dass das irgendwie richtig ist, so. Oh mein Gott. Das ist nicht gut für schreckhafte Menschen. Ich würde mal behaupten, das reicht so, oder? Sieht das so gut aus? Wartet. Die sind nicht ganz braun überall, aber komm, das passt schon. So, und eigentlich soll man jetzt hier direkt weiter die Puffer drin machen. Oh, da fehlt einer. Oh, dein Ernst? So. So sehen die jetzt hier aus. Aber ich werde jetzt erst den Salat machen, weil ich nicht beides gleichzeitig... Also man soll eigentlich beides gleichzeitig machen, die Puffer braten und den Salat, aber das kann ich nicht gleichzeitig filmen. Deswegen mache ich erst den Herd nochmal aus. Und wir werden jetzt erst den Salat machen. Dazu müssen wir den Balsamico-Essig, den ich auch aufschneiden werde. Gut genug geschnitten. So, den müssen wir mit dem Honig, ein Esslöffel Olivenöl, Salz, Pfeffer und so anrühren. Okay, das sollte ich hinkriegen. Hoffe ich. Also, Balsamico da rein. Dann Honig. Ich weiß jetzt halt gerade gar nicht, wie viel Honig das war, den ich da, explodieren lassen habe. Aber ich nehme einfach mal ein bisschen. Ich glaube, so viel ungefähr dürfte das gewesen sein. Dann muss dann noch ein Esslöffel Olivenöl rein. So, den Löffel werden wir gleich. Okay, der geht hier, glaube ich, gerade runter. Ah, okay, es geht noch. Den werde ich benutzen zum Rühren. Und wir brauchen noch etwas Salz und Pfeffer. Und ein bisschen Pfeffer. Vielleicht hätte ich das vorher woanders anrühren sollen. Und nicht in so einer riesen Schüssel. Ja, aber ich denke, das passt schon so. Hoffentlich. So, die Gurken. Upsi. So, zack. Ich habe wieder weggesprungen. Gurken und der Salat. Dass ich eine große Schüssel genommen habe. So. Und die Kürbiskerne. Perfekt. Dann können wir jetzt wieder zum Herd switchen. Jetzt brauchen wir ein bisschen Öl für die Pfanne.
Warte, welches Öl brauchen wir? Stand das da? Nee, da steht nur Öl. Okay. Dann nehme ich einfach mal ein bisschen Rapsöl. Ich hoffe, ihr seht das auch alles, was ich hier tue. Okay, wie groß machen wir denn die Portion? Das soll ja so kleine, schon eher kleine Taler werden. Finde ich. So was? Oh mein Gott, ich hoffe einfach, dass das funktioniert und nicht wieder irgendwas fehlt. Aber wir machen einer Paste hier noch hin. Wir machen es noch da. So. Da braten die so vor sich hin. I like. Ich drehe das mal vorsichtig um. Oh, das sieht da schon ganz nett aus. Ich werde die nochmal, glaube ich, von der anderen Seite auch machen müssen, aber die sehen schon nicht so schlecht aus. So brät das jetzt schön da vor sich hin. Ich finde, das sieht schon echt lecker aus. Auch geil, ich freue mich darauf. Die riechen auch richtig gut. Ich wünschte, ihr könntet das auch riechen. Das ist echt mega nice. Könnt ihr Sachen so wenden mit dem Schwenker? Ich nicht. Ich werde es auch nicht probieren. Ich habe heute so oft gefailt. Das werde ich nicht noch machen. Dann würde die Küche noch mehr versaut werden. Nee, danke. Irgendwann werde ich es vielleicht noch probieren. Safe, wenn ich das jetzt streamen würde, würdet ihr sagen, so komm, mach. Und dann würde ich mich überreden lassen. Gut, dass ich nicht live bin. So, ich habe jetzt alles fertig gebraten. Insgesamt sind 8 Puffer rausgekommen. Ich habe jetzt hier erstmal nur 3 draufgepackt und das so angerichtet. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Weil wir werden das jetzt mal probieren. Ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, fangen wir mit so einem Puffer auch direkt an. Mit ein bisschen Dip. Mmh. Die sind richtig gut geworden. Trotz der ganzen Fails. Mhm. Schmeckt echt lecker. Also der Käse zieht hier noch so ein paar Fäden und so. Das ist echt geil. Passt auch sehr gut mit dem Dip zusammen. Aber wir haben hier noch ein bisschen Salat. Nehme mal so eine Gurke hier. Auch der Salat mit dem Balsamico-Dressing passt auch sehr gut dazu. Also ist eine schöne Kombination. Ich bin sehr zufrieden, dass wir das irgendwie noch geschafft haben, hinzukriegen ohne weitere Fails. Ohne weitere größere Fails. Und dass es dann auch tatsächlich schmeckt. Also ich finde das immer so das Nice am Kochen, wenn man halt wirklich so die ganze Arbeit hatte und es am Ende dann auch schmeckt. So, das ist halt voll sad, wenn es dann nicht schmeckt. Aber bis jetzt, wahrscheinlich glaubt man mir das jetzt nicht, wenn ich das sage, aber bis jetzt habe ich noch nie irgendwas gekocht, was absolut nicht geschmeckt hat. Also, ich bin sehr happy damit. Falls ihr auch Bock habt, mal bei HelloFresh reinzuschauen, mit dem Code HFLENA bekommt ihr bis zu 80 Euro Rabatt auf euren ersten Einkauf da. Ich habe alles unten in der Beschreibung verlinkt, auch den Code nochmal da reingeschrieben. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Aber ich bin jedenfalls sehr happy mit dem Gericht und werde das jetzt gleich genüsslich verspeisen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall. Es hat sehr viel Spaß gemacht zu kochen. Und lasst ein Like und einen Kommentar da. Lacht mich bitte nicht zu sehr aus. Und ciao!